Ja, und dieses Mistra, was ungefähr 5 Kilometer von Sparta entfernt liegt, eine Stadt, die komplett in den Fels hier gehauen wurde, geschlagen wurde. Hier sieht man noch die ganzen Trümmerüberreste. Ungefähr 1200 unserer Zeitrechnung wurde das Ganze erbaut. Da unten erkennt man den Parkplatz von da unten bis hier oben zu dem höchsten Punkt. Wir befinden uns hier an der Burg von Mistra. Sind es ungefähr, ja, 300 Höhenmeter, die man hier überwinden muss. Das Ganze muss man natürlich nicht zu Fuß machen, denn man hat hier oberhalb noch einen zweiten Parkplatz, der zu dem Fortress Gate hineinführt. Und dann hat man ungefähr noch mal einen Fußmarsch von ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis man hier oben auf der Burg ankommt. Ja, was ist das Besondere an Mistra? Ich zeige es einfach mal hier oben, oberhalb der Burg. Also wer auf Ruinen steht und das Ganze mag und so ein bisschen im Mittelalter sich zu Hause fühlt, der sollte Mistra auf alle Fälle einen Besuch abstatten. Ich schwenke nochmal die Kamera, zeige nochmal ein bisschen das Innere der Burg. Dann wird es auch nochmal weitergehen in den unteren Bereich von Mistra. Ja, also hier gibt es jede Menge alte Mauern, die zum Teil auch schön mit Efeu bewachsen sind. Also ideale Fotomotive und auch ein schöner Platz zum Genießen und für eine perfekte Aussicht. Und wir befinden uns hier vor der Sankt Sophia, vor der Kirche Sophia in Mystras. Ja, so sieht sie von außen aus. Da hinten haben wir die Burg, wo wir vor uns gewesen sind. Und jetzt gehen wir einfach mal hier rein, denn diese Kirche hat ein paar Highlights, die man sich unbedingt ansehen muss. Und zwar sind hier ein paar sehr, sehr interessante Decken, Gemälde, wie man sieht. Die sind alle noch sehr gut erhalten. Sieht man in dieser Form sehr, sehr selten. Ja. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick in die Hauptkammer rein. Zum Teil zugemauert auf der einen Seite. Aber wenn man sich hier genauer umsieht, hat man auch hier noch ein paar Fresken, ein paar Deckengemälde. Ja, ich hatte es oben schon mal erwähnt, Mistras zieht sich halt wirklich hier in einem Wegenetz 300 Meter von unten vom Fuße bis zur Burg hinauf. Das sind 300 Höhenmeter, die man hier wirklich überwinden muss. Was man hier auch sehr schön sieht, ist der Panatras. Der wird neu saniert oder neu aufgebaut. Also hier vorne sieht man neue Elemente, neue Bögen, die man hier überall angebracht hat. Daneben noch ein paar alte Ruinen. Vielleicht noch ein bisschen was zur Geschichte von Mystra. Die Stadt wurde gegründet von Kreuzrittern, ist danach in byzantinische Hand übergegangen. Danach haben die Türken von der Stadt Besitz ergriffen, dann die Venezianer, zum Schluss wieder die Türken. Und zerstört wurde sie letztendlich während des griechischen Unabhängigkeitskrieges. Und danach hat man eine Entscheidung getroffen, nämlich Mystras nicht wieder aufzubauen, sondern eben dann eine neue Stadt da unten bei dem antiken Sparta zu errichten. Ja, wir sind in der Zwischenzeit in Mystra zu dem unteren Parkplatz, zu dem unteren Tor gefahren und befinden uns jetzt in dem unteren Teil von Mystra. Man kann das Ganze auch oben parken, von oben nach unten durchlaufen, hat man allerdings irgendwie das Problem, wenn man mit dem eigenen Auto kommt, dass man dieses natürlich abholen muss. So, wir sehen jetzt hier die Metropolis und gehen hier einfach mal rein.
eine kleine parkähnliche Anlage, aber wirklich bloß ein kleiner Garten, würde ich das sagen. Und werfen hier einen Blick rein, was wirklich fantastisch ist, wie es aussieht. Ja, ich kann, wie gesagt, nur sagen, für alle Fans des Mittelalters ist das natürlich eine ideale Gegend. Hier gibt es jede Menge Motive und jede Menge alte Bauten zu sehen. So, wir sind immer noch in Mistra und ich bin immer noch auf der Suche nach einer Stelle, wo man einfach mal überhaupt so erahnen kann, wie gigantisch das ganze Gelände hier ist. Ich will es versuchen, einfach mal ein bisschen zu zeigen. Also, hier haben wir eine kleine, ja, byzantinische Kirche, würde ich jetzt sagen. Da drüben haben wir auch noch eine. Da hinten sieht man den Weg nach oben. Dieser führt dann zu diesen Bau, der da ist, und dahinter, also das ist ungefähr die Mitte, was man da oben sieht, und dahinter geht es nochmal, ich vermute mal so, naja, 200 Höhenmeter nach oben, bis man zum Palast oder zu dieser Burg kommt, auf der wir vor uns gewesen sind. So, ich befinde mich jetzt in der anderen Ecke von Mystra, im Pantanastra. Das ist ein Kloster, welches noch bewohnt ist. Hier kann man unter anderem schöne gestickte Decken kaufen von den Klosterfrauen, die hier noch wohnen. Ich kann nur sagen, Mystra, definitiv sollte man sich diesen Ort ansehen. Man sollte mehr Zeit einplanen als nur ein, zwei Stunden. Wir sind in der Zwischenzeit hier 3 Stunden unterwegs und haben bei Weitem noch nicht alles gesehen. Hier nochmal ein Blick über den... Ja, da unten geht es rein. Man sieht ja überall zerfallene Gebäude. Manchmal wurde was restauriert, manchmal ist es auch noch sehr, sehr gut erhalten. Sehr schön sind auch die Malereien im Inn von den ganzen Kirchen und Klostergebäuden, die es hier noch gibt. Mystra, ich sag mal so, 4-5 Stunden sollte man Zeit einplanen, damit man hier alles sieht. Ansonsten wird es hier ein elendes Gehetze.